Wir sind zurück bei SpongeBob. Das ist jetzt die 5. oder 6. Folge, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir müssen mit Patrick weiterspielen, weil wir müssen den Computer anbekommen und dann, keine Ahnung, da passiert irgendwas. Wir sind auf jeden Fall in der hellen Höhle und ich bin immer bereit, um hell zu werden. Was macht Patrick da eigentlich? Egal, ich stelle mittlerweile keine Fragen mehr, das ist SpongeBob. Keine Fragen sollten gestellt werden. Abonnieren kostenlos, um mit Patrick einmal ein Bier zu trinken, falls du das jetzt noch willst. Leute, ich denke mir das nicht aus. Also, ich habe ihn genommen, um quasi diese Melone dort zu nehmen, weil ich wusste, mir fehlt noch eine Sache, um den PC anzumachen. Und ich hatte keine Ahnung, wo. Deswegen, ich gehe mal davon aus, wir müssen das hier nehmen. Oh mein Gott. Nein. Oh, das ist crazy. Zum Glück haben wir das schon mal gemacht. Alter, ich bin gleich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab so Schiss. Ich wusste gerade nicht, was abgeht, aber das Erste ist an. Okay, das war nicht schlecht auf jeden Fall. Jetzt gehen wir lieber zurück. Kann bitte eine neue Melone... Ja, eine neue Melone spawnt. Beim nächsten müssen wir einfach so... Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Schaffen wir das? Wow. Das war einfacher als erwartet, weil wir können nicht mit dem Ding anspringen. Da ist das Problem leider. Okay, kannst du bitte neu spawnen? Hallo? Achso, wir müssen es erwarten, bis die andere verschwindet. Was ist die Challenge bei dem nächsten? Ich habe keine Ahnung, aber wie ich gehe, einfach mal lang. Oh, ah. Autsch. Okay. Ich sehe schon die Challenge hier. Das wird echt nicht so einfach, oder? Gib mir mal die Unterhose. Ja, viel besser. Also, wenn ich meine Unterhose anziehe, sage ich auch viel besser. Ich meine, bei mir hat das einige... Oh mein Gott. Hat das verschiedene Gründe, Alter. Alter. Alter, wo lang? Ich weiß ja nicht... Oh mein Gott, ich weiß ja nicht, wo lang das schießt. Das wird schwer, das erwartet. Okay. No, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, wie das... Leute, ich habe keine Ahnung. Oh, warte mal, da ist auch was. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach links. Dreimal nach rechts, einmal nach... Nein. Das ist das Ding. Ich würde zwar gerne jetzt bestimmt... Ja, lauf, lauf, lauf. Wirf, wirf. Oh mein Gott. Gott sei Dank, ich bin fast gestorben. Haben wir es geschafft? Ich bin mir doch nicht sicher. Ich meine, das ist an, das ist an, das ist an. Lass uns kurz mit ihm reden. Ich hab es geschafft. Jetzt kann ich etwas schlafen. Schön. Da ist sogar ein Elefantenwender. Okay, aber das war nicht das, was ich brauchte tatsächlich. Okay, dann werde ich mal da hinten gucken. Ich hoffe, da kann ich den PC anmachen. Okay. Was war das jetzt? Oh, okay, sehe ich schon. Ich sehe schon, was Patrick da machen muss. Bereit für einen Flug? Nein? Okay, das war anscheinend ein großes Nein. Keine Sorge, wir machen es aber nochmal. Bereit für einen Flug? Ja, geht doch. Alter, dieser Move muss so viel Spaß machen. Du bist doch dieser Typ. Dieser Typ. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Okay. Kriegst du das hin? Weil ich zähle natürlich. Ich kann von hier oben Thaddäus Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja nie Hosen. Alter, jetzt wo du sagst. Jetzt hör zu, dort sind 8 Zylinder. Zum Teufel. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Was hast du gesagt? 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Eine Belohnung? Entschuldigung, wie war das? Ich habe Thaddäus beobachtet. Oh Gott. Diese Zylinder umzudrehen. Ja, okay, ich weiß zwar nicht wie oder was du von mir willst, aber das sieht kompliziert aus. Okay, warte mal. Hier. Aha. Und jetzt hier gegen. Oh, das sieht eigentlich gut aus. Wow, das sieht echt. Warte mal. Sind nicht alle Zylinder umgedreht? Ich werfe einfach mal hier gegen. Ja. Dann verschwinden die einfach. Ich weiß echt nicht, was das Spiel von mir will gerade. Oder soll ich ja sagen, von Patrick? Ah, ich sehe es auf jeden Fall. Wir müssen diese Dinger nach vorne bringen. Aber das ist eigentlich einfacher, als es nicht aussieht. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht, habe ich das Gefühl. Na, super duper. Okay, ich werde... Ah, die drei. Okay, die drei lasse ich jetzt mal so. Nein, das war ein Fehler. Das ist sehr falsch. Das macht alles normal wieder. Okay, das macht wieder alles normal. Sehr gut. Also es sind immer die drei neben ihm. Jetzt verstehe ich. Das heißt, wenn ich... Ich habe eine Idee. Da, nee, warte, habe ich eine Idee? Ich weiß, das hier? Sind das jetzt drei hier? Nein, das sind zwei. Deswegen wird es kompliziert. Dann nehme ich mal das hier. Und dann passiert aber das hier. Jetzt haben wir den hier, der nicht gedreht ist. Ja, okay, wie soll ich das aber machen, bitte? Ich habe jetzt... Ich habe keine Ahnung. Jetzt werden die gedreht. Okay, das ist...
Alter, das wird echt schwer, das gedacht. Okay, ich habe mal die gedreht und die gedreht. Und jetzt werde ich, ja, ich habe immer noch keinen Plan. Alter, ist das Spiel eigentlich für Kinder oder für Erwachsene? Wundert mich gerade so ein bisschen, dass es so schwer ist. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt werfen soll. So, nämlich so gar nicht irgendwie. Ich glaube, ich kriege es langsam hin, oder? Ich habe das Gefühl, ich mache es richtig. Aber ich kann es nicht genau sagen, wieso ich das Gefühl habe. Ich meine, ich mache es anscheinend nicht richtig. Alter, dieses... Ich bin jetzt sprachlos. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben hier drei mittlerweile, die sich nicht gedreht haben. Und auf der anderen Seite auch nochmal drei. Oh mein Gott. Also das ist das crazyste Puzzle, was ich in meinem Leben je gesehen habe in einem Kinderspiel. Oh. Warte mal, soll ich da gehen? Oh, das ist der, da ist der PC. Ich habe ihn gefunden, endlich. Oh mein Gott, was zum Teufel? Ich hoffe, das da rüber. Ich glaube, ich brauche das, oder? Oder brauchen wir das Blasenbowling? Ja, ich glaube, wir brauchen das Blasenbowling. Ja, okay. Ah, gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Schön für dich. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Ehrlich? Hier, nimm diesen goldenen Fall. Danke dir. Ich meine, immerhin. Wir brauchen aber SpongeBob für das Blasenbowling, um das zu aktivieren. Weil ich glaube, Patrick kann das nicht, oder? Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oh Gott, vorsichtig. Oh mein Gott, das ist okay. Yes! Hab sie bekommen. Okay. Diesen TV habe ich beim letzten Mal übrigens so lange gesucht, das war unnormal. Also, ich habe die Level immer wieder gespielt, ich hatte keine Ahnung. So, diese Map ist halt riesig und jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo war nochmal der PC? Ah, ich glaube, wir müssen wieder SpongeBob nehmen, jetzt verstehe ich. Stimmt, ey, du Lappen, na, alles klar. Beziehungsweise, warte mal, mich interessiert nicht wirklich, ob es dir gut geht oder nicht. Also so gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen SpongeBob, denn ohne SpongeBob kommen wir da nicht hoch. Das Spiel ist echt interessant gemacht, so. Ich weiß nicht, was sie sich dabei dachten, aber die dachten sich irgendwas dabei. Ich meine, Patrick kommt hier nicht hoch. Das ist alles Interessante, aber... Oh, endlich sind wir oben. Wir gehen jetzt wieder zum Roboter, der klingt wie Sandy. Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist die versprochene Belohnung. Okay. Oh, danke dir. Yes. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Mit meinem Blasenbowling kann ich das. Sollte kein Problem sein. Ja, da freust du dich, ne? Okay, Blasenbowling. Und jetzt. Ich muss das Ganze noch ein bisschen üben. Oh mein Gott. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Nur damit die Brücke nach unten kommt. Okay, ich glaube, das habe ich schon durchgelesen, oder? Drücke den Hauptschalterknopf um die Brücke. Ja, ja, habe ich schon. Habe ich getan. Die Brücke ist aber stabil, oder? Was? Ah, wir müssen betreten. Okay, verstehe. Es ist ein altes Spiel, okay? Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung verlief bestens. Ein Hurra auf die Gerechtigkeit und ihren mehrfach großartigen Ruhm! SpongeBob ist der Beste. Gerechtigkeitsjunge, du hast auch die Stromversorgung des BEG der Heldenhöhle gekappt. Das böse Riesen. Echte Riesennase. Ist das schlecht? Riecht mehr Jungfrau Mann nach saurer Milch? Ja! Ja, das tue ich! Das tust du, okay? Oh nein. Einer der Bösewichte ist wohl ausgebrochen. Wer ist der Bösewicht? Ein Bösewicht läuft frei herum? Soll ich es erledigen? Wer denn? Mantarochen? Die Atomflunder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer. Noch schlimmer? Ein Erzfeind. Killergarnele. Wer ist Killergarnele? Okay. Gerufen? Auch ich dachte, hier stünden Superhelden vor mir. Aber die sind offenbar nur ein paar knorrige Stücke Treibholz. Die kenne ich doch gar nicht. Killergarnele! Ist das merkwürdig? Ich werde dir niemals vergeben, du Irrer! Okay, da ist ein großer Hass. Das Schlimmste überhaupt. Er hat mir Jungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt. Mit einer roten Socke. Oh mein Gott. Was ich hatte, war danach rosa. Rosa! Dann würde ich ihn auch hassen. Ich fand aber, dass Rosa dir sehr gut stand. Ich meine, danke, aber... Naja. Wie Albert. Okay, jetzt geht es zu weit. Das geht zu weit. Was ist das für ein gelbes Ding? Eine Art Schimmel? Meint der SpongeBob? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Ja, Alter. Das liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau. Ja, ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Immer wieder gerne. Später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren. Du... Ich werde erst tun, wenn du in Gefangenschaft bist.
Das ist eine Ansage. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität in den Meerjungfrau-Mann. Wie jetzt? Du hast noch gar keine Geheimidentität. Ja, du kannst es. Du bist alt. Vielleicht übernimmst du Killergarnele und ich das hier. Ich werde dich rächen, Meerjungfrau-Mann. Ja, ich muss helfen. Oh Gott, ein weiterer Boss. Aha. Ich sehe schon, was für ein Art von Boss. Oh Gott. Wie soll ich sie am besten töten? Mit dem Bowling? Na, au. Das hat... Ah, ich bin tot. Ich hatte nur zwei Leben. Was zum Teufel? Okay, nichts, was ich nicht besser machen kann. Jetzt habe ich wenigstens volles Leben. Nur, wie soll ich ihn töten? Warte mal, ach, der ist so klein. Der ist ja mega klein. Oh Gott, der folgt mir die ganze Zeit. Ist ja nervig. Oh, jetzt Bowling? Oh mein Gott, yes, das war gut. Wow. Ich weiß mal, wie ich es mache. Oh Gott, wir bekommen Besuch. Sehr großen Besuch. Ist natürlich nicht so geil. Ich glaube, ich sollte mich gleich um den kümmern. Willst du nicht dein Schutzschild da wieder runter machen? Du Versager. Oh, au. Das habe ich nicht gesehen. Oh, au. Oh mein Gott. Und Blasenbowling. Hallo? Oh mein Gott, das geht hier nicht. Verstehe. Jetzt Blasenbowling. Jetzt. Yes. Easy peasy lemon squeezy. Bam. Mit deinem Roboter kommst du auch nicht weiter, du Loser. Also ohne Scheiß, die können dir nicht helfen. Nur deine komische Blasenattacke oder was immer das sein soll. Ich hoffe, der hat nicht so viel Leben. Das wäre ein bisschen blöd. Okay. Also man braucht schon Konzentration dafür. Das muss ich zugeben. Okay, du Lappen. Oh Gott. Hier einfach so? Nein? Oh Gott, nein. Ah, au, au, au. Jetzt werf. Nein, 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 nein. Jetzt, oh mein Gott. Alter, diese Roboter, ne? Haben die genervt. Ich sterbe gleich. Gibt's hier noch eine Unterhose für mich? Ich will echt ungern sterben. Aber so mega ungern gerade. Kann ich bitte überleben? Bitte. Dieser verdammte Roboter hat mir voll den Strich durch die Rechnung gemacht. Okay, jetzt schon wieder. Okay, wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Okay, ich gehe hier lang. Und Blasenbowling. Bitte schütte es. Yes. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Nein, nein, nicht schon wieder. Das ist unfair. Davon habe ich einen Eishosenreißer. Einen was? Ende von Killer Garnele? Killer Garnele ist wieder sicher eingesperrt. Dank dir, Frankie. Ich heiße Frankie? Hier, das habe ich in meiner Sockenschublade gefunden. Gleich neben einem paar rosa Socken. Wie kam das da rein? Das ist noch ein goldener Pfannenwender. Der Typ ist echt merkwürdig. Ich kann mich nicht mehr an den so gut erinnern. Ich will immer nach deinem glänzenden Vorbild führen. Gütig und freundlich. Bist du immer noch hier? Hä, ihr seid schon weg? Okay. Alter, schon 29. Wir können der Patrick noch 10 Socken geben. Und dann kriegen wir noch einen dazu. Das sollte ich sogar auf jeden Fall mal tun, würde ich sagen. Alter. Sollte ich jetzt zurück nach Bikini Bottom? Oder kann ich da mal mit dem Computer reden? Und hilf mehr, Jungfrau, Mann. Hab ich schon. Oh, ich glaube... Warte, lass mich kurz gucken. What? Das war ja mega gut. Nur eine Socke fehlt. Ich meine, ich habe nie gesagt, dass ich das 100% durchspielen werde, aber eine Socke ist gar nichts. Ich würde sagen, wir gehen... Warte mal, war das bei den Quallenfeldern? Ich gehe mal zurück nach Bikini Bottom, oder? Das war hier. Ich gehe mal dahin. 30 brauchen wir da hinten, noch eine mehr. 40 dafür. 25 dafür. Okay, aber ich gehe trotzdem noch kurz zu Patrick, weil... Wie gesagt, er hatte gesagt, er gibt einen goldenen Pfannenwender für jede Socke. Und das... Ich will sehen, ob er sein Wort hält, okay? Patrick, hältst du dein Wort? SpongeBob, du hast welche gefunden. Eine Menge und die riechen verdammt nicht so geil. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Danke. Pfannenwender. Nee, mein Rückenkratzer, echt. Damit kann man keine Pfanne wenden. Damit kann man keine, okay. Stimmt, damit kann man keine Pfanne wenden. Aber, ja. Der ist ja auch nicht für die Pfanne, egal. Kein Kommentar, okay? Einfach kein Kommentar. Wir können in die nächste Welt gehen. Und wir haben noch Zeit. Freust du dich? Ich hoffe, du freust dich, Mann. Oh, da ist Kumpelblase. Ich sitze mal mit ihm. Blasenbowling ist eine Fähigkeit. Ja, ja, ja. Ja, bla, bla, bla. Erzähl das jemand anderen, den es interessiert. Wir gehen erstmal... Oh, warte mal.
War ich da oben? Ich glaube, ich war da oben schon, ne? Ja, ich war da oben schon, Das war, genau da oben. Okay. Wir gehen hier rein. Wohin bringt das? Rock Bottom, oder was war das? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir haben schon ein Alter, okay. Von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Sieht voll geil aus. Museum. Okay, die Map sieht geil aus. Der will auf Klo. Oh, ich kenne diese Stelle. War das nicht die Folge, wo SpongeBob mit dem Bus gefangen war? Okay. Ganz ehrlich, ich hätte auch auf dem Boden einfach gepinkelt. Was ist bei dem schief? Schläft er ein? Oh, SpongeBob. Ich bin ja so froh, dass du hier bist. Ob du es glaubst oder nicht. Mrs. Puff, ich bin auch immer hier. Geben Sie mal den Führerschein, dann kümmere ich mich um alles. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Das klingt nach einem guten Deal. Was tun sie mit den Kunstwerken? Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Okay, ich will es aber gerne trotzdem wissen. Die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. Mrs. Puff! Oh, das klang ein bisschen falsch. Ja. Hi, Leute. Okay. Das ist ein Schlafzeitroboter. SpongeBob muss in seiner Nähe ganz leise schleichen. Sonst wacht er auf. Oh, endlich können wir schleichen. Ich weiß ja, wie man schleicht. So. Ist das witzig? Okay, verstehe. Wieso habe ich jetzt gerade... So. Okay. Können wir den attackieren aber? Oh, das geht trotzdem. Alter, endlich können wir die... ist da oben? Ja gut, aber das brauche ich jetzt nicht. Bam. Okay, verstehe auf jeden Fall, wie wir den bekommen. Hier sind die Klos. Ich könnte jetzt auf Klo gehen, aber ich muss nicht. Da ist das Gute, ich muss nicht auf Klo gehen, okay? So, es ist wirklich einfach nur befreiend, wenn man so unnormal auf Klo muss und nicht kann und dann doch kann. Best ever. Diese Plattform zu brechen zusammen, es sei denn, SpongeBob schleicht. Immer schleichen, ne? Okay. Achso, das habe ich gerade vorgelesen. Okay. Heilige Kacke. Ich meine, ich schleiche gerne und ich finde es auch witzig, wie ich SpongeBob schleicht. Hi. Na, ihr Lappen. Ich hasse euch. Ich wollte nur, damit ihr Bescheid wisst. Das sieht echt ziemlich unstabil aus irgendwie. Aber von dem letzten Bossgegner habe ich echt gar nichts mitbekommen. Das ist merkwürdig. Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. Ja, ziemlich crazy. Die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ah, ist kein Problem. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Alter, das wäre eine gute Idee. Funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Ach so, er will sich selbst verschicken. Es gab doch diese einen Chat auf YouTube, wo Leute sich verschickt haben. Oder einer auf denen, sie haben sich verschickt. Die haben halt so getan, ne? Aber sie haben sich wirklich verschickt. Geschenke öffnen ist klasse. Ist diese Gegend eigentlich so ein... Kaff oder was ist genau das Ding? Alter, ich feiere das voll. Das ist voll easy. Es ist echt nicht schwer. Okay. Okay, ich gehe mal. Kann ich hier rutschen? Nein. Ach so. Blasenbowling geht hier nicht. Das ist gerade merkwürdig. Kann ich das hier irgendwie? Nein. Das ist. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Es muss irgendwie andersrum kommen. Über den Geruch von Seifen. Beziehungsweise von irgendwo anders, verstehe. Riecht nach See. Warte mal, was da hinten? Okay, ich weiß gerade nicht, wo lang. Hier haben wir auf jeden Fall Checkpoint. Ich denke, wir müssen nach... Oh, ich sehe schon. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Vielleicht finden wir da einen goldenen Pfannenwender oder so. Okay, ich sehe da was. Ich finde es aber so witzig, wie er gerade läuft. Was auch immer das für ein Laufen ist, aber... Beschweren kann man sich bei dem Laufen wohl eher weniger. Warte mal, greift er einmal um sich? Ich muss nicht mal auf die Gegner schauen. Das ist ja mega... Sandy? Ja, ich will mit Sandy spielen. Schon Ewigkeit nicht mehr, ich vermisse sie. Ich weiß jetzt gar... Oh. Ich sehe es gerade. Da ist der Ball. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Trotzdem habe ich dort keine Ahnung, was ich getan habe. Ich sehe nur einen Ball dort. Ich würde da gerne hoch, aber... Warte mal, komme ich da wirklich nicht hoch? Okay, hier müssen wir schleichen. Aber ich komme ja nicht wirklich hoch.
Das ist das Ding, oder? Doch, alles gut. Alles gut. Okay, das war in Ordnung, aber... Ich hoffe, ich gehe gerade richtig lang. Ah, ich sehe das Ding. Bam. Blasenbowling. Wieso schleiche ich eigentlich noch gerade? Ah, Gott sei Dank. Hab mich schon gewundert. Okay, also mit Sandy müssen wir noch nicht spielen, weil ich glaube, wir müssen es mal mit SpongeBob zu einem Ball werden. So denke ich das zumindest. Okay, das Tor ist auf jeden Fall offen. Dich hasse ich. Danke, dass du stirbst. Ist er immer noch da? Aber das ist ein anderer, okay. Die gibt es immer so oft, ey. Ist crazy. Ich meine, wie hat Plankton überhaupt alles gebaut? Ich meine, Karen ist ja sein Supercomputer, gleichzeitig seine Ehefrau. Trotzdem ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Okay, als allererstes werde ich mal das hier zerstören. Das ist wichtig. Jetzt haben wir das hier geöffnet, okay. Oh, jetzt sind wir ein Ball. Rolltastisch. Oh, Rolltastisch, Alter. Du bist einfach nur SpongeBob, okay, akzeptier es. Okay, ich sehe schon. Nein, geh hoch. Hallo? Okay, so. Bam. Oh, hier müssen wir wieder. Ich sehe schon, ich sehe schon. Nicht vergessen. Kann ich das machen? Okay, ich kann das machen. Yes. Okay, und jetzt? Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wo lang ich gehe. Ich habe gerade keine Ahnung, aber es scheint richtig zu sein. Alter, da muss ich echt Luft holen, ey. Dieses Level ist crazy. Okay, also wir müssen jetzt wieder an der Wand hochhüpfen. Warte mal, die Kanone kann ich doch bestimmt zerstören, oder? Ja! Das war eine fette Kanone. War die immer so groß? Ich meine, die letzte, die ich zerstört habe, war halb so groß auf jeden Fall. Okay, hier hoch. Ja, das ist easy. Oder auch nicht. Okay, doch, wir haben es geschafft. Und jetzt dahin, oder? Schaffe ich das? Oh, oh, au! Vulkan? Wasserlava? Ich meine, wir sind unter Wasser, dürfen wir nicht vergessen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Manche Sachen muss ich nicht verstehen. Sandy? Bitte? Yes, wir können mit Sandy spielen. Das finde ich eben. Oh, sie kann ja den hier, stimmt. Wie kann sie nochmal attackieren? Karate. Eine Runde tiefer, weniger! Irgendwie witzig. Sie ist mega crazy drauf. Okay. Kann man sich hier irgendwo festhalten oder so? Oder wo soll ich genau lang? Nach unten? Nein. Ich wünschte manchmal hätte ich so eine Art... Ich würde gerne sehen, wo es lang geht. Die Bilder habe ich nicht aufgehoben, leider. Da unten sehe ich ein paar Sachen, aber... Warte mal, warte mal. Nee, hier hoch kann ich nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, wo lang es geht. Oh mein Gott, mit B war das, glaube ich, ne? So, so, Jetzt verstehe ich, das ist crazy. Okay, hi Leute. Bitte nicht nerven. Und jetzt B, ne? War das B? Ja, das war B, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich kann mich erinnern. Bam. Wo lang jetzt? Da ist ein Bild. Ich sollte es holen, ich werde es holen. Ich glaube, das ist der richtige Weg vor allem. Okay, ist hier irgendwas, was wichtig sein könnte? Nein. Ich komme einfach zurück, okay. Er trifft mich jedes Mal, ne? Ich kann den Typen einfach nicht leiden. Da ist eine Socke. Wie hole ich die am besten? Ich probiere es mal. Ich meine, das Lasso kann uns lange in der Luft halten. Sehr lange sogar. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Ja, an denen musst du sogar riechen. Glaub mir, das riecht gut. Ich kann es bestätigen. Ich nehme nochmal das Teil. Und jetzt will ich nochmal. Und jetzt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Komm ich da hin? Museum ist da hinten. Alter, hier sind echt viele Sachen. Ich würde euch einfach gerne ignorieren. Komplett gerne ignorieren. Vielen Dank. Das Gold. Sie kann das nicht so lange. Oh, ja, doch, das geht. Oh. Okay, das ist crazy. Wo ist das Teil? Hallo? Ach, da. Und, kannst du das... Nein, wieso... Gehst du nicht von hier? Es geht nicht von hier, das ist merkwürdig. Werfen eines Lassos. Geht's? Nein, okay. Also, ich kann das irgendwie nicht von hier erreichen. Okay, verstehe, verstehe. Dann müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Okay, dann sind wir jetzt hier. Was auf jeden Fall... Oh, vorsichtig. Wir wollen das mal... Nein, nein, okay, dann töte ich euch halt eben zuerst. Ja, ist okay. Ich kann damit leben. Ja, auch. Ich glaube, eher weniger. Aber jetzt sollten wir vielleicht hinkommen. Komm schon. Ja, 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 ja. Endlich. Und hier ist dann wieder der Bus.
Bitte stirb einfach. Ich werde mal Sandy behalten. Weil ich Bock habe, mit dir zu spielen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie sie Karate macht. Aber ich habe mich mit Texas jetzt nicht allzu sehr beschäftigt. Museum von Rock Bottom. Ich gehe da mal rein. Ich meine, wir müssen. Also tun wir es auch. Immerhin haben wir genug Fun-Band dafür. Das nächste Level schon. Ach, die kennt sich ja auch. Mich bitte, wenn dieser Schwammjunge wieder zurückkommt, okay? Was hast du gegen mich? Ich meine, ich bin ja theoretisch SpongeBob, oder? Ich würde schon sagen, das ist eine. Oh. Ich meine, ich verstehe auf jeden Fall, wieso das ein Museum ist. Ja, ich gehe mal hier lang. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Warte mal, die Socke brauche ich nicht unbedingt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich einfach da lang? Nein, nein, nein. Ich gehe einfach hier lang. Karate. Karate! Oh, wir haben ihn getötet. Das hat er mir verdient. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Roboter. Da hinten ist... Okay, okay. Das ist nicht ohne. Muss ich gestehen. Oh! Zum Glück kann sie sich festhalten. Alter, das ist ein cooles Bild. Was hat das im Museum zu suchen? Ist ja echt wohl ein cooles Bild. Ha, ist ja witzig. Mr. Krabs zählt natürlich sein Geld. Oh, ich sehe... Ja, okay. Wir müssen also theoretisch alle Roboter töten. Es macht eigentlich sogar Sinn. Komme ich da hoch? Halt dich fest. Ja. Okay. Bam. Der nächste ist tot. Und dann würde ich sagen, einer fehlt nur noch. Und dann haben wir es gemeistert. Ja, okay. Vorsichtig. Kannst du bitte diesen Strom wegmachen? Jetzt mal ehrlich, es ist echt nervig. Macht das jetzt für immer? Ich meine, ich könnte bestimmt auch von hier da oben drauf, oder? Ja, das sollte gehen. Alter, was für eine Abkürzung. Tja, ich bin halt eben Genie. Ein Genie, okay? Nicht so wie du. So funktioniert das nicht. Oh, wir haben den ganzen Strom ausgemacht. Wow. Warte mal, können wir auch mit Sandy auf Zehenspitzen gehen? Nein. Ah, okay. Gibt's hier eine Bushaltestelle? Nicht so, wie es aussieht. Das ist ein Problem. Aber ich kann einfach so an den vorbeigehen. Aber nicht an dem hier. Okay, der Typ ist ziemlich nervig. Oh mein Gott. Warte mal, ich kann Lasso werfen. Ah! Das geht. Wieso sieht er eigentlich mich und nicht dich? Ist unfair, dass er mich sieht, aber nicht die anderen. Okay, warte mal, ich... Lasso. Ja, das war eine gute Idee. Oh, was hast du hier? Von wo kommst du? Egal, ich stelle einfach keine Fragen. Meistens, ich stelle manche Fragen, aber ehrlich gesagt, ich will die Antwort gar nicht wissen. Die Antwort ist mir doch nicht so wichtig. Ich glaube, wir müssen einfach da hoch, oder? Oh, das ist ein weiteres Bild. Also, ich denke nicht, dass ich alle Bilder finden werde, aber sobald ich ein Bild sehe, nehme ich das Bild. Okay. So funktioniert das. So, ist aber hier lang. Warte mal, ich habe das Gefühl, da oben könnte was sein. Ja, da oben sind wahrscheinlich eine Menge Sachen sogar. Ich will da irgendwie hin. Warum ist das so hoch überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Da ist noch ein Bild mit Patrick und einem Delfin. Okay, ist ja witzig. Leider komme ich so nicht hoch, schade. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, ich übersehe was, wenn ich da nicht hingehe. Oder ich verpasse eher gesagt was. Okay, vielleicht... Ja, okay. Ich denke, wir kommen da eh hoch, früher, später. Wieso ist hier jetzt ein Laser? Okay, also... das ist merkwürdig. Oh, warte. Ich kann hier einen Knopf aktivieren. Du spawnst? Du spawnst, wenn ich den Knopf drücke? Alter, was bist du für einer? Oh, da ist der goldene Fallenwender. Das ist ja theoretisch das wichtigste Item im Spiel. Muss man dazu... Oh, da lang. War das vorher auch schon offen? Ich bin mir dort nicht sicher. Oh! Ich kann leider... Ja, das Problem ist... also ich sehe das Problem auf jeden Fall. Mit SpongeBob könnte ich hier leichter rübergehen. Also... Oh, hier ist Alter. Das ist echt ein cooles Museum. Kinder? Ja, an die kann ich mich so ein bisschen erinnern sogar. Okay, ist hier irgendwo ein weiterer Knopf? Ich würde ehrlich sagen, eher eine Bushaltestelle bevorzugen. Das steht fest. Alter, die Bilder sind ja voll cool.
SpongeBob? Alter! Das ist ein sehr merkwürdig, nicht kinderfreundliches Bild. Ich meine... In jedem steckt ein Zieh das jetzt mal rein. Das ist ein sehr nicht kinderfreundliches Bild. Oh Gott. Okay, egal. Ich meine, ich urteile nicht. Mich stört das Bild nicht. Aber vielleicht sind ja ein paar Leute super sensibel. Und denken sich so, nein, sowas darf es nicht geben. Gebt solche Leute. Gebt solche Leute. Falls du einer davon bist, dann musst du jetzt damit leben. Okay? Dass solche Bilder hier gesehen werden. Oh, das ist auch ein cooles Bild. Alter. Oh, 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 vorsichtig. Das hier. Ist das vom Film? Ich hab den Film noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das schon läuft. Hier sind... Alter, das ist voll cool. Warte mal, war das nicht andersrum? Hä? War nicht Patricks Haus komplett links und SpongeBobs Haus rechts, oder... Ich bin mir das nicht sicher. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Okay. Mehr davon. Oh, das sind beides Bilds. Sollten wir ohne Probleme bekommen. Aber wie komme ich da durch? Ich habe immer noch keine Ahnung. Also kann ich da wirklich nicht durch? Nee, ne? Hm, sehr merkwürdig. Mit dir kann ich auch nicht reden. Ich probiere einfach mal hier durch. Na. Alter, da verliere ich ja sofort. Ist das ein Scherz? Ich sehe auf jeden Fall ganz viele Knöpfe da unten. Also, oh. No. Oh, diesmal lebe ich aber noch, okay. Warte mal, die habe ich aber schon aktiviert, oder? Das war jetzt blöd. Kannst du bitte aufhören? Muss ich alles immer von vorne machen? Ja. Oh nein, ist das dumm. Nur weil ich gestorben bin, na super. Also ich habe hier jetzt alles entfernt. Das war ziemlich gut. Also wir müssen einfach die Knöpfe nacheinander drücken. Ich verstehe. Interessant, aber... Oh, da oben ist irgendein Roboter. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja gut, dann müssen wir noch die Knöpfe drücken. Dann sollte das klappen. Oh, jetzt kommen wir zum Golden Funwender. Oh. Was zum Teufel? Bist du gut dabei? Sehr gut gemacht, Sandy. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich kann einfach mich langsam hocharbeiten, ne? Ich sage, wir haben den Golden Funwender, das heißt, wir können weiter. Ah, wir müssen wieder zu Lampen, ich sehe schon. Hm. Okay, okay, okay. Wie komme ich da nochmal hin? Warte mal, habe ich den... Dich habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Wie viel stört dich mal mit dem Lasso? Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Ah, da oben hin, genau. Warte mal, sind das jetzt mehr... Mehr Feinde? Ich bin mir gerade nicht sicher. War da oben noch irgendwas? Nur eine Unterhose. Ich glaube, ich komme auch so durch. Hoffe ich mal. Das ist echt knapper geworden als gedacht. Und ich werde von hier auch beschossen. Ich werde die Feinde einfach mal ignorieren und hoffen, dass sie mich nicht treffen. Weil das wird ziemlich ärgerlich. Okay, ich bin schon durch den Laser gestorben. Ist nicht gerade etwas, wodurch man gerne stirbt. Das tut weh. Durch den Laser zu sterben. Okay, diese Frau schaut sich echt den ganzen Tag das Bild an, oder? Ich will sie nicht stören, Lady, aber... Oh, da geht's raus. Ah, viel Spaß beim Bild angucken. Okay. Ich meine, ich muss es tun. Da gibt's keinen Weg vorbei. Definitiv nicht. Einfach hier lang gehen und gucken, wohin das führt. So. Nein! Oh mein Gott, was ist passiert? Oh no. Ich weiß aber nicht, wohin das führen soll, was es überbringen soll. Das ist mein Problem. Und diesen Typen weiß ich auch nicht, wie ich den am besten töten soll. Okay, nochmal. So. Jetzt da lang. Okay. Da ist... Okay, ich sehe das Ding auf jeden Fall. Okay, ich komme hier perfekt drauf. Soll ich hier überhaupt drauf? Ich will... Ich weiß nicht, was ich hier suche. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Ich sage, da wird bestimmt irgendwas sein. Irgendein weiteres Bild. Wahrscheinlich. Ah, sehr schön. Nein, Sandy, bitte... Oh Gott. Ich bin noch nicht mit der Steuerung... Ich meine, ich kann die Steuerung gut, aber... Anscheinend nicht gut genug. Okay, aber wir gehen aber weiter. Einfach hier lang. Okay, wohin führt mich das? What?
Das ist interessant. Ich meine, wir sind einfach wieder SpongeBob. Was auch wo es Sinn gibt, vielleicht kann man das mit Sandy nicht machen. Ich meine, SpongeBob kann auf seine Zunge rutschen. Was kann Sandy? Kann sie dasselbe? Oh. Oh nein, nein, wow. Das war sehr gefährlich. Hey, Gary, du machst einen furchtbar langen Spaziergang, was? Ja, ist überall irgendwie. Der Graben der fortgeschrittenen Dunkelheit, hm? Klingt finster. Okay, Gary, ich werde extra vorsichtig sein. Ich habe mich immer gefragt, woher er weiß, was Gary sagt, obwohl Gary immer nur Miau sagt. Warte mal, gibt's hier Melonen? Wir können auf jeden Fall den Charakter ändern zu Patrick wahrscheinlich, oder? Sandy. Ja, ja, da oben sehe ich schon Sandy Sachen. Okay. Noch einer? Oh, hi. Ah, dieses Ding. Verstehe. Socke. Oh, riecht das gut. Nur SpongeBob kann das machen, ne? Ja. Ich werde Sponge nehmen. Ist eine Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe. Also, das Ding ist, man kann bestimmt nicht alles... Man muss es mehrmals spielen. Das glaube ich, ehrlich gesagt. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Okay. Stimmt, ich darf nicht vergessen, SpongeBob kann nicht dieselben Moves wie Sandy. Aber er kann das. Hm, oh, was? Oh, nein, 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 nein. Oh, ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Oh, okay, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Okay. So. Mach so. Jetzt nimm das hier. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Lauf und spring. Das war... guter... Oh mein Gott. Ah, doch, doch, doch. Hab mich schon gewundert. Kannst du nochmal... Nein. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, was du von mir willst, Spiel. Ich meine, du machst es mir manchmal nicht einfach, aber... Hä, das habe ich nicht erwartet. Obwohl ich manchmal schon schockiert bin. Weil es soll ja wirklich ein Kinderspiel sein. Aber wenn das einfach... Ich würde nicht sagen, dass es super einfach ist. Okay, jetzt bringt er mich hoch. Oh. Okay, ganz langsam. Ganz langsam. Boom. Perfekt. Jetzt können wir sehen, die wieder nehmen. Bam! Obwohl, nein. Aber du hast mehr Leben, ne? Sandy hat auch Probleme, hier durchzukommen, obwohl sie gerade was springen. Okay, erstmal töten wir dich. Und jetzt kommt das hier. Wohin? Was hat das getan? Oh! Aha! Ich sehe schon. Wow! Ah, das war eine Socke. Ja, okay, ich bin zufrieden mit der Socke. Verstehe. Jetzt muss aber Sandy wieder ran. Weil ohne Sandy funktioniert hier gar nichts. Warte mal. Ah, hier Bus. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Plankton, ich hoffe, du machst keinen Ärger. Das habe ich gar nicht gesehen. Unfug, ich will doch nur helfen. Helfen, euch alle bei meinem Aufstieg an die Macht zu zerquetschen. Ach so. Wie war das? Nichts. Sag mal, siehst du diese Laser da? Ja, die sehen ziemlich crazy die aus. Die Dinger, die wie abgefahrene Waschmaschinen aussehen? Abgefahrene Waschmaschinen. Im Gehirn sehen sie wohl so aus. Du musst sie alle einschalten, um den letzten Abschnitt des Grabens der fortgeschrittenen Dunkelheit zu überqueren. Klingt irgendwie nicht so geil. Ich hoffe, das ist kein schmutziger Trick, du Schurke. Ja, ich hoffe echt nicht. Wäre ziemlich gemein. Okay. Einfach den hier. Kann ich den Lasser auf den Loser werfen? Der Pisser nervt nämlich. Okay. Sollte kein Problem sein, sie einzuschalten. Mit meinen die ist echt gut in Karate, Alter. Muss ich sagen. Respektiere ich. Aber nicht dich. Okay, da oben haben wir eine weitere. Wie bekomme ich die in Gang? Au. Ah. Die sehen echt gefährlich aus. Was auch immer ich jetzt getan habe, ich hoffe, es war das Richtige. Und wenn nicht, dann tut mir leid, Welt, dann werdet ihr wahrscheinlich zerstört. Wahrscheinlich ist das so ein Laser wie vom Todesstern, so, der den kompletten Planeten zerstören wird. Oh nein, ich bin tot.
Ja, ich bin sowas von tot. Diese Hand, ey, ne? Das ist so witzig. Ich feiere diese Hand. Bin ich wieder an derselben Stelle? Wie gehe ich da, ne? Okay, kein Kommentar. Aber Leute, das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Video einfach vorher erstmal hier stehen zu lassen. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Also für mehr davon lassen wir rum da. Abonnieren kostenlos. Falls du abonnierst, aktiviere die Glocke. Und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!